Hallo, guten Morgen. Heute geht's wieder los. Es ist Donnerstag. Naja, gut. Dasselbe Spiel wie gestern. Jetzt geht's nach Viehstach. Leergut abladen, Vollgut laden. Und dann geht's wieder hier hoch. Vollgut abladen, Leergut laden. Und dann wieder Feierabend. Naja. Was soll's? Muss ja gemacht werden. Mal sehen, ob das heute besser klappt als gestern mit dem Abladen hier in Zwickau dann am Nachmittag. Es war ja blöd, dass da ausgerechnet der lange LKW da stand und der andere noch dahinter. Wenn der Sattelzug da nicht noch gewesen wäre, dann wäre es kein Problem gewesen. Dann hätte ich das mit der 13er Schichtzeit geschafft. Aber dadurch, der den Sattelzug noch abgeladen hat und geladen hat, ging das ein bisschen in die Hose. So, jetzt geht es erstmal 80 Kilometer grad lang hier auf der B22 bis Cham. Und dann muss ich auf die B20 und dann auf die B85. Ja. Na bitte, 3 Stunden 50 ist doch eine gute Zeit. Bis wir hinten sind, ist es 3 Stunden 52, ja. Ne, wie gestern. Gestern bin ich mit 3 Stunden 53 auf dem Parkplatz gewesen. Bisschen zu wenig ausgeholt, Herr Mäusel. Fast einen Bordstein gerempelt. Ne, da ist doch Platz vorne. Ha! Pool Position. Wie gestern. Kann ich doch nicht meckern. Pool Position ist immer gut. So, aktivieren, angekommen. Na, alles klar, gehe ich mich jetzt anmelden. So, jetzt habe ich hier geladen, jetzt geht es nach Zwickau mit CK. Zwickau mit CK. Abladen. Wie ihr seht, habe ich mir schon wieder ein Käffchen gekocht. Während wir hier abgeladen und geladen haben, lief der durch. Naja, hat nicht mal anderthalb Stunde gedauert, das Leergut abladen und das Vollgut laden. Eine Stunde 14 ungefähr, eine Stunde 15, ja. Das Abladen ging rucki zucki. Das war in einer Viertelstunde erledigt. Naja, und dann noch eine knappe Stunde laden, 28, 38, 58 Minuten.
Ja, ein bisschen was über eine Stunde. Drei Stunden 57 habe ich gebraucht hier runter. Ja, so um und bei wie gestern auch. Also kann man sagen, um und bei vier Stunden brauchst du von Zwickau mit CK. Von Zwickau mit CK bis hierher. So zwischen halb und um drei bin ich in Zwickau. Ich habe jetzt gerade erstmal ein bisschen was gegessen. Lammbraten mit Gemüse und Kartoffeln habe ich mir warm gemacht. Und jetzt bin ich satt und zufrieden. Ja, das muss halt auch sein, ne? Sich ein bisschen was zu essen machen. Man kann ja nicht nur fahren und hetzen. Die 20 Minuten oder die halbe Stunde reißt es am Ende auch nicht raus. So bin ich doch schon auf der A93. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder in die Gänge kommen. Das dauert halt einen Moment. Auf den Bergschwung holen ist halt nicht so einfach. Ah, jetzt wird's. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich ihn auf 80 hochtreibe, weil ich ja den Tempomat auf 65 stehen hatte auf der Bundesstraße und bin ja die ganze Zeit mit Tempomat mit 65 gefahren. Und jetzt muss ich schauen, dass ich ihn auf 80, 81 wieder hochkriege, dass ich den Tempomat wieder hochstellen kann. Ich könnte ihn auch hochklickern, aber das ist mühseliger, als wenn ich jetzt hier beschleunige und dann den Tempomat neu einschalte. Na Leute, das läuft doch wunderbar. Bin schon in Zwickau. Ich denke, so um 3 Uhr rum bin ich dort. Das passt. Und meine Dispo hat mich angerufen und hat mir schon meinen neuen Plan gegeben für morgen. Ich habe euch ja heute erzählt, dass sie mir meine Tour gecancelt haben. Wahrscheinlich, weil der Betrieb die storniert hat. Möglicherweise, oder weil sie vielleicht ein anderes Auto hinschicken, was dort in der Nähe ist, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Jedenfalls haben sie mir doch heute früh um 8 Uhr meine Tour gecancelt. Und vorhin hat sie mich angerufen und hat mir gesagt, dass ich morgen früh um 9 Uhr in Gera lade bei Melegi. Das heißt, ich habe richtig schön lange Pause. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich jetzt hier fertig werde, ob ich das noch schaffe, in meiner Schichtzeit bis Gera zu fahren oder ob ich in Zwickau gleich stehen bleibe und morgen früh nach Gera fahre. So, jetzt bin ich ja gespannt. Hier links jetzt rein und dann sehe ich halt die Bescherung. Hier, wo der raus will, muss ich rein. Aber mir juckt die Nase. Das sieht aus, als ob der Lange schon wieder da ist. Aber ich kann mich dann dahinter stellen und schon aufmachen. Natürlich ist der lange LKW schon da. Naja gut, also bis gleich. So,
bin ich hier fertig. Hab ja nur abgeladen. Und jetzt düse ich noch nach Gera. Da kann ich nämlich dann schön in Ruhe bis morgen früh dort meine Pause machen. Und fange dann dort mit frischer Lenkzeit an. Das ist mir nämlich lieber. Da habe ich nämlich dann noch ein bisschen Reserve für morgen, um nach Hause zu kommen. So, jetzt bin ich dann noch bis Gera gefahren. Das heißt, ich bin noch am Fahren. Aber ich bin gleich in Gera und liege noch gut in meinen 13 Stunden. Ich habe noch 45 Minuten übrig auf meine 13 Stunden. Und wenn ich dann hier stehe und fertig bin, mache ich schön bis morgen früh um 9 Pause. Ich kann aber auch hier stehen bleiben. Aber es ist auch Platz auf dem Parkplatz. Ich frage aber erstmal, ob ich stehen bleiben darf. Ach, hier steht auch einer, der die Gardinen zu hat. Da frage ich nicht erst, da bleibe ich stehen oder frage ich doch mal. So, wo stelle ich mich jetzt hin? Am besten, wo die Tafel dann morgen früh schön zu sehen ist. Hier. Hier ist eine gute Stelle. Mal gucken, ob es klappt. Müsste aber eigentlich klappen. Ja, es klappt. So, also ich habe sie gerade gefragt und sie hat gesagt, dadurch ich hier laden muss morgen früh, kann ich hier stehen bleiben, das ist kein Problem. Also mache ich jetzt hier Feierabend. Da muss ich euch jetzt noch ganz kurz erzählen, was mir heute passiert ist. Habe ich doch auf dem Rasthof Fuchtland heute eine kurze Pause gemacht, weil ich mal ganz dringend was erledigen musste. Da kommt ein junger Mann auf mich zu, schenkt mir eine Trackerbibel und eine Tafel Schokolade und hat mich gefragt, ob ich auch noch einen Kaffee möchte. Aber ich hatte ja da meinen Kaffee noch in der Tasse. Also das ist ein Neues Testament. Und auch andere Sachen, alles stehen schöne Sachen drin, ein paar schöne Geschichten. Aber ich finde das eigentlich ganz nett. Da stehen die da auf dem Parkplatz, verteilen ihre Trackerbibeln, wie die Zeugen Jehovas in Ingolstadt ihre Wachturmhefte immer verteilen. Mit dem unterhalte ich mich eigentlich auch immer ganz nett. Aber warum nicht? So, habe ich mich gefreut, wollte ich euch bloß mal sagen. Ist ein feiner Zug, dass die da hingehen und sowas verteilen und verschenken. Naja gut, alles klar. Also meine lieben Freunde, dann möchte ich euch jetzt sagen, ich mache jetzt Feierabend, verabschiede mich für heute von euch. Möchte wieder die neu hinzugekommenen Abonnenten, die in den letzten Tagen gekommen sind, ganz lieb grüßen. Das hat ja jetzt in den letzten Tagen richtig gut geklappt mit neuen Abonnenten. Sind ja ganz schön viele gekommen. Mindestens, wenn nicht noch mehr. Also dann in diesem Sinne, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Und dann bis morgen. Tschüss.